So, hallöchen ihr Lieben, mal von den Blüten abgesehen, möchte ich euch heute gern zeigen, warum ganz, ganz viele Kroaten zu dieser Jahreszeit im Wald rumkriechen. Ihr werdet das vielleicht schon gesehen haben, es ist unglaublich, und zwar wegen diesem grünen Gold. Das ist wilder Spargel, den gibt es hier auch auf den Märkten zu kaufen. Ich habe das letzte Jahr die Leute damit rum durch den Wald kriechen sehen und mich immer gewundert, was haben die denn da, was haben die da? Also der soll sehr, sehr fein schmecken. Die Familie hat ihn schon probiert, ich bin die Einzige, die ihn noch nicht probiert hat. Ich habe das letztes Jahr schon gesehen, dass das so aussieht wie Spargelkraut, also wie so ganz typisches Spargelkraut. Piekst wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob unser deutsches Spargelkraut auch so piekst. Und da dran, also ich weiß nicht, ob ihr das seht, meine Tochter hat es mir gerade gezeigt, hier wächst dann so dazwischen dieser wilde Spargel. Viele gehen dann einfach mit einem Stöckchen in den Wald, und da müsst ihr auch aufpassen, wenn ihr das selber machen wollt, weil wahnsinnig viele Schlangen unterwegs sind. Warte mal, hier war doch noch einer. Hier. Ich weiß nicht, ob ihr das kann man gar nicht richtig sehen, das kann man gar nicht richtig beschreiben. Den soll es auch in Braun geben. Aber mit diesem ganzen Stachelzeug hier überall, wirklich, wenn ihr das machen wollt, unbedingt Gummistiefel, festes Schuhwerk an und lange Hosen, weil das ist hier wirklich nur im Gestrüpp drin. Aber wie gesagt, soll eine absolute Delikatesse sein. Die machen sich das mit, schaut, schon habe ich drei, gut, ich weiß nicht, wie viele Stunden da viele durchs Gestrüpp kriechen, aber... Ja, ist ja auch schön. Die machen das dann ganz, ganz viel mit Rührei. Also ganz einfach mit Rührei also den braucht ihr natürlich auch nicht schälen, der ist ja wirklich so zart. Einfach nur zum Rührei dazu, also essen die hier wahnsinnig viel. Ja, jetzt machen wir weiter in unsere Radtour. Heute ist zwar ein bisschen bewölkt, aber da hinten zieht es ganz schön zu. Aber trotzdem schön. Also bis zum nächsten Video. Ciao!